Hallo meine Lieben, heute gibt es ein langes Video zum Auffüllen mit Produkten von Dior. Wir fangen mit Entfernen von altem Material an. Wie ihr sehen könnt, das Gel hat perfekt gehalten. Das war ebenfalls ein Gel von Dior, ein Camouflage-Gel Skin. Ich kurze auch ein bisschen direkt die Nägel. Das Material entferne ich nur oberflächlich und wenn ich merke, dass da Liftings drunter sind, entferne ich sie natürlich auch. Was man bei diesem Schritt beachten sollte, dass man nicht zu lange an einer Stelle fräst, sonst wird es ein bisschen warm. Nachdem ich den überschüssigen Staub entfernt habe, fange ich mit dem Pusher an. Damit schiebe ich die Haut ein bisschen zurück und mache die Fläche unter der Nagelhaut ein bisschen frei, damit ich besser mit dem Fräser dran komme. Mit dem Pusher solltet ihr sehr vorsichtig arbeiten, damit ihr die Haut oder den Nagel nicht verletzt. Ich entstaube die Nägel und fange an zu fräsen. Dafür benutze ich einen Flammenbit, der dreht sich aktuell nach rechts, weil ich die linke Seite des Nagels bearbeite. Wir werden aber gleich die Richtung wechseln. Dafür müsst ihr einen Knopf auf den Fräser drücken. Danach dreht sich euer Bit nach links und wir bearbeiten die rechte Seite des Nagels. Achtet bitte darauf, dass ihr eher die Haut mit dem Bit bearbeitet und nicht den Naturnagel. Der Naturnagel soll so wenig berührt werden wie möglich. Wenn ihr mit zu viel Druck auf dem Nagel arbeitet, entstehen Rillen und es kann sein, dass der Naturnagel beschädigt wird. Wir entstauben wieder die Nägel und fangen an zu schneiden. Ob ihr dafür eine Schere benutzt oder eine Zange, das ist Gewöhnungssache. Hauptsache, man verletzt die Haut nicht. Nach dem Fräsen sieht man meistens deutlich, wo man schneiden soll. Ihr seht, die Haut ist ein bisschen heller und trockener und nur die schneidet man ab. Es sollte ein einheitlicher Schnitt sein. Bitte schneidet da keine Zacken und Kanten rein, sonst wird die Haut nicht schön nachwachsen. Nach dem Abschneiden mattiere ich vorsichtig die Nägel ab. Ich mache das mit diesem Bit. Ihr könnt es natürlich auch mit einer Feile machen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr die Nägel zuerst abmattieren und dann erst die Nagelhaut abschneiden. So vermeidet ihr die Verletzungen. Die Nagelhaut hat nach der Bearbeitung immer so Mikroschnitte, die man mit bloßem Auge nicht sieht. Das sollte man auf jeden Fall polieren, damit man die Haut verschließt. Danach sieht die Haut nicht nur schöner aus, sondern wächst die auch schöner nach. Zusätzlich wird sie auch durch das Polieren sehr schön glänzen. Wir entstauben die Nägel wieder, aber diesmal sehr, sehr gründlich. Denn gleich werden wir die Produkte auftragen. Zuerst aber müssen wir die Nägel entfetten. Dafür brauchen wir einen Cleaner. Achtet bitte darauf, dass ihr jede Rand, jede kleine Ritze damit behandelt und entfettet. Um die Haftung des Produktes noch besser zu unterstützen, benutze ich dann einen Dehydrator, der die Feuchtigkeit noch entzieht. Dann beginnen wir schon mit der Haftschicht. Dafür benutze ich die Metabase von Dior und die reibe ich quasi in den Nagel rein. Diese Schicht wird ganz, ganz, ganz dünn aufgetragen und die wichtigste Stelle ist die Stelle, wo der Nagel rausgewachsen ist und die Base in Kontakt mit dem Naturnagel kommt. Achtet bitte darauf, dass ihr da sauber arbeitet, dass nirgendwo die Base runterläuft. Diese Schicht ist nämlich sehr wichtig und verantwortlich für die Haftung. Danach wird die Base eine Minute ausgehärtet und wir können schon mit dem Aufbaugel beginnen. Dafür benutze ich nochmal Camouflage Gel Skin. Es ist ein sehr natürlicher, schöner, warmer Ton. Ich gehe hier immer so vor, dass ich erstmal eine ganz dünne Schicht Gel auftrage auf den ganzen Nagel. Dann nehme ich mir einen größeren Kugelchen und setze es in die Mitte oder in den oberen Bereich. Dann verteile ich das Gel auf den ganzen Nagel sehr vorsichtig und arbeite quasi mit dem Pinsel in der Luft. Mit einem dünnen Pinsel helfe ich mir und verteile das Gel in den Rändern, damit ich da besser rankommen kann. Der Fineliner-Pinsel ist auch perfekt dafür, dass man die Unebenheiten und Kleinigkeiten ausgleichen kann. Ich härte das Gel direkt aus, circa eine Minute, und dann gehe ich zu dem nächsten Nagel und die Schritte sind hier genauso. Erst dünne Schicht und dann erst größere Menge des Produkts auftragen und verteilen.
Das Gel kann in der Lampe ein bisschen warm werden, deswegen keine Panik. Zieht die Hand ganz kurz raus, macht sie wieder rein und es wird wieder alles gut sein. Nachdem wir die Modellage aufgetragen haben, müssen wir sie noch entfetten. Das machen wir auch mit einem Cleaner. Damit entfernen wir die Inhibitionsschicht, die auch Schwitzschicht genannt wird. Die Nägel müssen jetzt geformt und gefeilt werden. Auch die Oberfläche wird ein bisschen geglättet und das machen wir mit einer Feile und mit einem Buffer. Wenn wir mit der Form zufrieden sind und die Oberfläche schön geglättet ist, dann entfetten wir nochmal mit einem Cleaner die Nägel, damit wir den Staub entfernen und fangen an mit Lackieren. Ich habe mich heute für diese wunderschöne Farbe entschieden. Die kommt in der Kamera nicht so ganz rüber, wie sie ist. Sie ist ein bisschen kälter von der Farbe, aber auch intensiver. Und wir machen einen Design gemischt mit einem Fullcover. Bei der Fullcover brauchen wir 2 Schichten, obwohl die Farbe sehr, sehr gut deckt. Aber zur Sicherheit trage ich immer 2 Schichten auf. Die erste Schicht ist für die Deckkraft, die zweite Schicht wird dann perfekt aufgetragen bis zum Rand, bis unter die Haut. Und damit ich noch näher an die Haut lackieren kann, wie ihr gesehen habt, habe ich mit einem Pusher die Haut ein bisschen zurückgeschoben. Um die Farbe noch perfekter aufzutragen, benutze ich am Ende diesen Fineliner-Pinsel. Auf den kleinen Finger und auf Daumen wird Fullcover bleiben. Auf den anderen werde ich geschnörkelte Linien malen. Und dafür brauche ich ein bisschen Farbe auf eine Unterlage. Darauf trage ich mir einen Tropfen Farbe auf, damit ich meinen Pinsel da drin tunken kann. Und ich streiche meinen Pinsel immer ab, damit dann nicht zu viel Farbe auf dem Pinsel ist, sonst werden die Linien unregelmäßig und unterschiedlich dick. Ich male die Linien auf jedem Nagel, also auf diesen 3, die übrig geblieben sind, und achte darauf, dass die so ein bisschen unterschiedlich sind, dass die Nägel nicht identisch aussehen. Ab und zu mache ich nach dem Nagel Pause und schaue ich mir das Design an, ob die Nägel miteinander harmonieren, ob mich was stört oder ob ich da was dazu malen sollte. Am Ende trage ich nochmal die Farbe auf den Daumen auf, da gehe ich genauso vor wie bei den kleinen Fingern. Die Nägel brauchen noch einen wunderschönen Glanz, deswegen versiegeln wir die noch am Ende. Und das ist das Endergebnis. Ich bin mega zufrieden, die Farbe ist sehr schön. Auch das Design ist schlicht und nicht so aufdringlich. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Sagt mir unbedingt Bescheid und vergesst nicht, den Nagelöl zu benutzen.